So, was ist die nächste Phase? Oh je, der läuft da herum und hat Arme. So, was kriegen wir raus? Unsere Katzenpfotenkraft wahrscheinlich. Ja, Katzenfuß. Wobei ich nicht kapieren soll, was es genau das hier bringt. Weil ich kann zwar hier hoch. Goldener Pfirsich für den Magen komplett. Oh. Da müssen wir jetzt Donnerkraft zurückkriegen, oder? Donnersturm, ja. Oh ja, jetzt müssen wir ihn blitzen. Ist doch nicht süß, wie er sich da aufregt. Und jetzt müssen wir unseren Blizzard zurückkriegen. Und entweder das oder in Feuersturm. Blizzard, ja. Ah, da heißt es, wir haben das hier schon. Ja, haben wir. Wow. Genau das soll er machen. So. Oh, war es das schon? Irgendwie glaube ich da nicht dran. Und ich dachte gerade schon, das Spiel hängt. Hey, nicht schlecht, Fellknäuel. Nun, du weißt, was jetzt kommt. Lass dein berühmtes Siegesgeheul erschallen. Nicht Siegesgeheul.
Ha, dieses Fake-Knäuel ist immer am Rumträumen. Ami schafft ohne meine Hilfe aber auch überhaupt nichts. Weint dieses Hündchen irgendwo, Schwester? Ist deshalb der Sonnenschein verschwunden? Schluchz. Ich habe das Hündchen jetzt schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Hat mein Gerede, dass es so etwas wie Götter nicht gibt, das alles verursacht? Schnifflocke, der Löchergrabekönig. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass du ein Gott bist. Du wirst aus Hayabusa ein nervöses Wrack machen, wenn du die Sonne nicht bald wieder zum Scheinen bringst. Amaterasu, dank dir können wir jetzt unser Dorf selber beschützen. Aber du musst stark sein und über das Böse triumphieren für die Hundekrieger, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dich noch einmal wiederzusehen. Dieser Gott hat das Feuer der Leidenschaft gebrannt. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wenn diese Promenadenmischung nicht aus seinem Versteck kommt, dann werde ich ein wirklich großes Ding hochschicken müssen, um seine Leidenschaft neu zu entfachen. Oh, also war dieser Wolf wirklich ein Gott? Vielleicht hätte ich ihm etwas von meiner Bambusware opfern sollen. Vielleicht ist es meine Schuld, dass die Sonne nicht scheint. Wer hätte hier gedacht, dass dieser Frechdachs wirklich die wiedergeborene Shiranui war? Ach, und wie diese Göttin meine Kirschkuchen geliebt hat. Wurde diese Finsternis vielleicht ausgelöst, weil sie hungrig ist? Zwitscher. Oh oh. Der Boss ist am Beten. Schneeflocke, ist dir irgendwas passiert? Warum ist die Sonne auf einmal verschwunden? Bello würde sich nicht einfach umdrehen und im Angesicht des Bösen sich totstellen. Kein Waffenbruder von mir würde das auch nur im Traum tun, hahaha. Irgendwas an deiner Pinselarbeit berührt das Herz, Isun. Du hast also doch nicht das Künstlerdasein aufgegeben. Wenn man versucht, etwas zu meistern, dann wird es entweder ein Erfolg oder ein Misserfolg. Aber der Versuch selber ist es, der das wahre Ziel ist. Glaube an deine Stärke und du wirst deinen eigenen Weg schon gehen. Isun. Ich sehe, du bist endlich dem Ruf gefolgt. Deine Entschlossenheit ist deutlich in deinen Bildern zu sehen. Sie haben die Macht, die Herzen der Menschen anzusprechen und ihren Glauben an die Götter zu entfachen. Amaterasu, ihr Glaube soll deine Macht sein. Hahaha, er hat's geschafft. Mein Enkel hat's geschafft. Sieh dir nur diese Seele hinter dieser wunderbaren Pinselführung an. Er hat den Titel eines göttlichen Gesandten wirklich verdient. Es sind Arbeiten wie diese, die den wahren Glanz der Götter zeigen und die Menschen auf den rechten Weg führen. Es gibt eine Sache, der ich mir sicher bin, Amaterasu. Du hast einen viel besseren Begleiter gefunden, als ich es hier hätte sein können. Okay, ich weiß, dass es ein bisschen schwierig ist, in dieser Finsternis zu sehen, aber schaut euch mein neuestes Werk an. Hier ist der wandelnde Künstler, präsentiert seine Interpretation von der großen Göttin Amaterasu. Kannst du mich hören, Ami? Du wirst doch ohne mich zurechtkommen, oder? Du musst dich zusammenreißen. Ich habe endlich meinen Pfad gewählt. Und ich habe die Entschlossenheit, es durchzuziehen. Ich bereise das Land als dein Missionar, aber du musst auch deinen Teil dazu beitragen. Guck nicht so traurig. Sei fröhlich, wie wir es immer waren. Erinnerst du dich? Ups, das hätte ich ja fast vergessen. Guckt euch alle mal das hier an. Es ist die große Göttin Amaterasu, wie sie vom Himmel herabsteigt. Ganz nett, was? Ami hat noch vor kurzem aus dem Himmel auf uns herabgelächelt. Irgendwas muss aber die Konzentration des Fake-Knolls gestört haben. Darum ist die Welt verdunkelt worden. Ohne Ami können wir draußen keinen erholsamen
keine ungehorsamen Nickerchen mehr machen. Der Reis wird nicht wachsen. Pflanzen und Blumen werden verwelken. Wäsche nicht trocknen. Monster werden umherstreifen, als ob alles ihnen gehören würde. Mit anderen Worten, unsere Welt wird in einem totalen Chaos versinken. Niemand möchte in so einer Welt leben. Besonders ich nicht. Also kommt schon. Lasst uns alle gemeinsam zur großen Göttin beten. Lasst uns Ami zeigen, dass wir wirklich an sie glauben. Faltet eure Hände zum Gebet und legt los. Lasst uns unsere Dankbarkeit offen zeigen. Ich meine, wir sollten nicht nur beten, wenn wir etwas wollen. Wir sollten auch ab und zu mal daran denken, wie sich die Götter fühlen müssen. Wir sollten ihnen einen Teil ihrer Bürde abnehmen. Wenn du mit deinem ganzen Herzen betest, wird die Sonne vielleicht erfreut sein, sich wieder zeigen und unsere Welt mit ihrem himmlischen Glanz erleuchten. Schließlich ist das Beste an der großen Göttin Amaterasu diese unbekümmerte Einstellung. Stimmt's, Ami? Antworte mir, wenn du mich hören kannst, du großes Fake-Knäuel. So, was haben wir denn da für ein... Haben wir zufällig eine neue Waffe gekriegt? Ja. Gebetsperlen, die Macht... Die Arktisperlen haben wir jetzt gekriegt. Ja, aber der Gegner hätte ich gerne noch gewusst. Yami. Rund, kalt und einsam wie der Mond wurde Yami niemals als ein Mensch oder Tier auf seinem Bild dargestellt. Er ist einfach zu andersartig in seiner Erscheinung, um so dargestellt werden zu können. Yami nahm eine Ringform an, wenn er angegriffen wurde und machte damit Schläge wirkungslos. Die Bestie wurde vom Mondlicht umhüllt und das Licht agiert als Klinge. Mhm. Dann haben wir den Yami. In den meisten Legenden werden Götter, ob gut oder böse, in der Form eines bestimmten Tieres dargestellt. Das ist nicht der Fall beim gefürchteten Yami. Yami wurde vom Feuer und Eis getroffen, aber der wehrte die Angriffe ab. Die Bestie griff wild mit Geschwindigkeit und oder Berechenbarkeit an. Nur durch das Verlangsamen des Zeitablaufs konnte sich die Sonnengöttin verteidigen. Mhm. Yami, sein arrogantes Wesen ähnelt einer Maschine, was einen Experten zur Spekulation verführt hat, dass er der Ursprung aller Maschinen sei. Als die Göttin mit Donner angriff, hustete die Maschine einen Samen fort. Als die Bestie ihn wieder zurückzog, wusste die Göttin, das musste der Kern sein. Die Bestie versuchte, ihren Kern mit einem eisigen Schlag zu versiegeln. Au. Achso, das ist eine Katze, okay. Ich habe was getroffen, denke ich. Ich bin sicher, dass eure Gebete Ami erreicht haben. Haben sie, nur leider kriege ich aufs Maul und ich weiß ganz gleich, wie dunkel es auch wird. Unsere Göttin jetzt ist dort. Ist ein strahlendes Lächeln. Wo unsere Göttin jetzt ist, dort ist ein strahlendes Lächeln, das auch die Sonne zum Strahlen bringen wird. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ich so labert? Ich bin sicher, dass eure Gebete Ami erreicht haben.
Ich weiß nicht, echt nicht, mit was ich angreifen soll. Oh, ich weiß es. Damit! Einmal Sonnenkraft, bitte. Au, das tut wieder ein bisschen weh.